Topfrage Nummer 1 bei dir. Bist du Single? Bier. Aber die übertreibt manchmal voll ihre Lage und der ganze Umweltquatsch und Vegetarierin. Ich esse gerne Fleisch übrigens. Take Nummer 4. Einen wunderschönen guten Tag zum Backstage Talk. Heute mit dem Gast Katharina Kock. Hallo. Viele von euch. Hallo. Nee, geht eigentlich. Hi. Viele von euch kennen sie vielleicht. Wenn nicht, wird sie sich gleich vorstellen. Wie ihr natürlich wisst, werden wir ihr ein paar Fragen stellen, die du bitte so ehrlich und spontan wie möglich beantwortest. Spontan ist schnell oder spontan? Nee, spontan ist langsam. Ja, genau. Okay, ja, kriege ich schon hin. Ja, okay. Also, stell dich gut kurz vor. Okay. Hi, ich bin Katharina. Ich bin gerne hier. Nein, muss ich das sagen? Ich bin 24 und arbeite mit Philipp zusammen. Du bist mein Schwiegervater. Ja. Irgendwie so. Ich habe dich eingespeichert als Toni Schwiegertochter. Oh Gott, mit Herz. Also da. Wir blenden uns gleich nochmal groß ein mit der Telefonnummer, dass ihr auch. Die Nummer nicht, doch, die doch. Nummer. Also mit der Telefonnummer, wie ihr. Ey, das wäre mir schon nicht aufgefallen, ne? Ja. Dass ihr auch wirklich eure Fragen halt direkt an sie stellen könnt. Ja, klasse. Ich glaube, das möchtest du doch, oder? Ja, gerne. Ich freue mich über jede Nachricht. Ja. So, wir fangen an mit ein paar Alternativfragen. Also es geht dann los. Ich frage dich zum Beispiel, wie rot oder blau, dann sagst du halt nicht pink. Oder nicht vielleicht, sondern rot oder blau. Dann. Oder? Darf ich das sagen? Genau, oder. Das wäre super. Okay. Ich glaube, du hast es verstanden. Ja. Frühaufsteher oder Langschläfer? Klarer Frühaufsteher. Es ist so gelogen. Aber es ist ja Ihre Frage. Das war naja. Also ich muss ja wahrheitsgetreu. Langschläfer. Kochen oder liefern? Liefern. das ist spontan. Beide Daumen nach oben. Das ist spontan. Katar, geil. Ja, aber ich finde 9 Uhr aufstehen an einem Sonntag zum Beispiel ist auch für mich ein Frühaufsteher. Deswegen meinte ich, was früh und was spät ist. Ja, geht so. Nicht? Okay, nächste Frage. Es bezieht sich auf Clubs. Matrix oder Wilde Renate? Boah, ich war noch nie in der Renate. Deswegen Matrix. Check. Cocktail oder Bier? Bier. Auch damit habe ich gerechnet. Okay. NRW oder Berlin? Boah. Ey, keine Ahnung. Das ist sehr schwer. Deswegen habe ich es ja gestellt. Ey, das kann ich nicht. Das geht nicht. Nee? Beides. Ey, geht nicht. Geht nicht. Nee. Nächste Frage. Burger oder Sushi? Burger, Bar, Sushi ist so ekelhaft. High Heels oder Sneaker? Sneaker. Ja, auch damit habe ich gerechnet. Weiß eigentlich jede Frage von mir, oder nicht? Ich habe immer so eine Vermutung. Okay. Obwohl nicht bei der nächsten. Doch, vielleicht eigentlich schon. Berge oder Meer? Berge. Ich habe Berge getippt. Echt? Ja, Mann. Kino oder Netflix? Netflix, weil ich gucke jeden Abend Netflix. Mhm. Aber ich war letztens im Kino. Was hast du? In Rheingold. Gesehen? Fand ich richtig stark, den Film. Okay. War echt gut. Deutsche Produktion? Keine Ahnung. Okay, wo wir gerade beim Thema Kino sind, Popcorn oder Nachos? Popcorn. Nachos sind ekelhaft. Okay. Da stinken die Leute auch immer nach. Alternativfrage? Also wenn jemand ein Date hat mit mir haben will, auf gar keinen Fall Nachos essen. Trinken. Und man muss dazu sagen, ich hatte mal eine Ex-Freundin, die in einem Kino gearbeitet hat, die sagt, die unhygienischsten Maschinen in diesem ganzen Kino sind diese scheiß Nacho-Behälter, wo dieser Käse-Dip rausgeht. Dieser Käse, das sieht auch echt widerlich aus. Ja, ist auch echt, ist nicht so geil. Die Popcorn, salzig oder süß? Süß. Okay. Ganz klare Nummer. Okay. Ich habe aber auch noch nie salziges Popcorn gegessen. Ich sag dir, du hast es verpasst. Echt? Gerade in Kombination mit süß, so halb halb. Ja, immer so abwechselnd, ne? Das ist schon geil. Gut, Teil Nummer 1 mit den Alternativfragen hat sie großartig gemeistert. Ja, großartig. Ja, ich fand es schon stark. Gut. Und jetzt kommen wir zu den Fragen, die ich bekommen habe und die ich mir selbst ausgedacht habe. Oh, du hast dir selbst ausgedacht? Selbstverständlich. Die muss ich jetzt ausführlich beantworten, ja, nur damit ich auch nichts falsch mache. Das sind keine A- oder B-Fragen, also keine Alternativfragen. Also, alles klar. Die kannst du so beantworten. Ich kann auch einfach Ja sagen. Zum Beispiel. Alles klar. Okay. Große oder kleine Männer? Große. Topfrage Nummer 1 bei dir. Bist du Single? Ja. Entschuldigung, war das ein bisschen zu fröhlich? Nein. Okay, ja, ich bin Single. Okay, jetzt eine deepe Frage. Ach, scheiße. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Oh Gott, ich bin froh, wenn ich noch ein Jahr überlebe. Wahrscheinlich werde ich eine Lehrerin an irgendeiner Förderschule sein. Man muss dazu sagen, Katar hat ja studiert vorher. Das war nochmal was? Lehramt Sonderpädagogik. Hm. Abgeschlossen? Nee, nicht abgeschlossen. Nee, stimmt, du warst dabei. 2 Jahre und dann müsste ich jetzt noch 3 Jahre studieren. Ja.
Und jetzt studiere ich aber neben BTN noch Heilpädagogik. Mhm. Das ist quasi so ähnlich wie Sonderpädagogik, mhm, nur ohne den Lehramtsteil. Ja, cool. Deswegen, irgendwann werde ich das machen. Irgendwas davon. Aber jetzt habe ich erstmal Spaß bei Berlin Tag und Nacht. Check. So, da kommen wir auch gleich zu der nächsten Frage. Völlig ohne Hintergedanken. Völlig ohne Hintergedanken? Ja? Wahrscheinlich nicht. Hä? Doch. Wer ist dein Lieblingskollege bei Berlin Tag und Nacht? Schwierig. Fällt dir gerade keiner ein, oder? Nee, fällt mir wirklich keiner ein. Ich habe gar keine Lieblingskollegen, wa? Ich habe die Frage auch meistens, glaube ich, anders gestellt. Kommst du mit deinen Kollegen gut aus? Ja, komme ich sehr gut. Also ich glaube, es gibt niemanden, den ich nicht mag oder mit dem ich mal Beef habe oder so. Ich bin auch eigentlich super unkompliziert. Ich habe gar keinen Bock auf so einen Zickenterror. Ja, wie bei mir. Ja, nee. Achso. Also falls du es wissen wolltest, mein Lieblingskollege ist natürlich Philipp. Die anderen habe ich nach ihrem besten oder schönsten Moment beim Dreh gefragt. Dich frage ich nicht danach. Okay, warum? Ich frage dich, was ist dein peinlichster Moment bei BTN, den du hattest? Gibt es einen, an den du dich erinnern kannst? Ja, gibt es. Okay, hau raus. Soll ich dir wirklich erzählen? Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich einfach nein gesagt, scheiße. Ja, gut. ja, wir mussten mitten im Take auf jeden Fall abbrechen, weil ich ganz dringend auf Toilette musste. Und dann hieß es, ja gut, dann geh doch schnell. Ich so, ja, könnte ein bisschen länger dauern. In der alten WG noch. Mit Yogi zusammen haben wir gedreht. Weiß ja. Ich noch ganz genau, oder wäre ich jetzt noch rot bei. Ja, war schrecklich, war super peinlich. Hat lange gedauert? Ja, ein bisschen. Aber die haben O-Töne in der Zeit gemacht. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Aber ja. Man muss dazu sagen, wenn ich mit Jakob Grün am Drehen war, und wenn der mal kurz auf Toilette geht. Da hast du erstmal eine Stunde Verzug. Locker. Mhm. Locker. Ja, aber Leandro ist auch so. Ja. Mhm. Und Adonis, der war. Ist, ja. Ja, aber was muss. Also, ja, finde ich auch völlig legitim. Ey, du, man. Ja, aber es ist halt nur peinlich, den Take mittendrin abzubrechen, weil man nicht mehr aushält. Ja, aber mit Druck zu drehen ist auch scheiße. Ja, stell dir vor, wäre in die Hose gegangen. Dann geht's ganz schnell in die Hose. Also, im wahrsten Sinne des Wortes. Gut. Nächste Frage. Da du die Darstellerin bist mit den längsten, schönsten blonden Haaren. Oh yes. Wie lange brauchst du dafür, um die so hinzubekommen? Dass die so lang und schön aussehen. Da mache ich gar nichts für. Krass. Außer mal ganz lange fettig werden lassen, nicht duschen gehen. Ja? Beste Pflege, ja. Stark. Nee, ich habe die mal so kurz gehabt. Ja. Ja, sah richtig scheiße aus. Im Braun. Hast du davon Bilder? Ich habe ein einziges Bild. Dürfen wir das benutzen? Wollt ihr das dann im Nachhinein benutzen? Ja. Ja, mein altes Facebook-Profilbild. Sieht richtig scheiße aus. Geil. Aber gut. Nee, ansonsten mache ich gar nichts, echt nicht. Okay. Ich gehe auch nie zum Friseur. Hab da, glaube ich, einfach ein paar gute Gene abgekriegt. Nicht schlecht. Und das ist alles echt, ja? Darf ich das kurz anbringen, ja? Weil ich immer gefragt werde, ob das Extensions sind. Nein. Nein. Gut. Lieblingshobbys? Nein. Was? Hobbys, Lieblingshobbys. Ich habe keine Hobbys. Stark. Warte mal. Ich habe Ballett getanzt, aber es ist halt jetzt kein Hobby mehr. Ja. Würdest du sagen, Schauspiel ist dein Hobby? Dann wäre ja meine Arbeit mein Hobby. Ist schon irgendwie ein bisschen mein Hobby, meine Arbeit, weil ich bin ja 24/7 am Arbeiten. Ich habe kein Hobby. Fernseh gucken. Stark. Wie viel Prozent Katharina steckt in der Rolle Toni oder umgekehrt? Das ist eine Frage, die anderen auch bekommen haben. Das habe ich mir fast gedacht. Das ist auch eine Standardfrage, die man immer beantworten muss. Mhm. Ja, also die ist eigentlich immer gut gelaunt und sieht immer das Gute in den Menschen, die Toni. Das ist auch, also ich sage erstmal die Gemeinsamkeiten, würde ich sagen. Mhm. Immer gut gelaunt, sieht das Gute in den Menschen, will allen immer helfen, egal wie scheiße die waren. Das stimmt zu 100%. Aber die übertreibt manchmal voll ihre Lage und der ganze Umweltquatsch und Vegetarierin. Ich esse gerne Fleisch übrigens. Und ja. Ja, keine Ahnung. Nee, ich bin schon ein bisschen lockerer und cooler als die. Hm. Die ist schon so ein bisschen pingelig und. Aber ich würde sagen, ein bisschen nimmt man immer mit. Eben. Man kann das ja, man kann es ja auch nicht komplett. Nee. Würde ich auch sagen. Okay. Wohnst du gerne in Berlin? Ja. Wieso? Weil ich von einem richtig kleinen Kaff komme. Das heißt Burning Heart und da sind 600 Einwohner oder so. Mhm. Und das wird halt in meinem Alter ein bisschen zu langweilig. Aber? Deswegen, ich würde zurückgehen. Ja. Also so auf dem Dorf, auch meine Kinder großziehen und so. Aber jetzt gerade finde ich halt Großstadt so voll cool. Okay. Aber findest du das nicht geil, wenn du dann alle paar Wochen mal nach Hause gehst, um diesen Gegensatz zu haben? Ja, oder? Das voll. Ich bin ja relativ oft auch zu Hause. Ja.
Und das habe ich auf jeden Fall. Also da muss auch mal raus hier aus dem Trubel. Ja. Ja, voll. Weil ich habe ja auch mal in so einem. Und wir haben doch vorhin noch über meine Terrasse gesprochen. Ja. Also bei mir im Garten kann mir niemand auf den Arsch gucken. Eben. Und hier, ja. Eine sehr interessante Frage. Wie findest du deinen Nachnamen? Mein Nachname ist toll. Hm? Ja. Katharina Kock. Woher kommt ich mag Cox. Ich weiß nur meinen Vornamen, Katharina. Katharina die Große. Ja? Ja, und ich bin groß. Der große Cock, könnte man quasi sagen. Ich bin dann halt Big Cock. Das waren tatsächlich die Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, die es zu beantworten gab. Ich persönlich, kleine Anekdote, muss sagen, ich drehe immer extrem gerne mit Katharina, weil sie immer professionell ist. Ja. Ein sehr positiver Mensch am Set. So gut, obwohl ich habe dich noch nie so groß diskutieren sehen. Nee, das... Du machst einfach dein Ding. Das weiß ich sehr zu schätzen. Du diskutierst gerne. Ja, aber auch nur, wenn ich bessere Ideen habe. Ah, so nennt man das. Ja. Mhm. Und wenn ich dann weiß, Sachen, die man halt besser machen kann. Ist ja auch völlig legitim. Ja. Ich sollte mich auch mal öfter aufregen. Ja. Obwohl, wofür? Kriegt man nur Falten vorne, habe ich gehört. Ja, das stimmt. Aber die hast du noch nicht, also scheint noch alles gut ja, zu sein. Ja, so ein bisschen, ein bisschen. Du hast aber zwischen den Zähnen. Echt? Hast halt jetzt das ganze Video wahrscheinlich. Echt? Mhm, rot. Rot? Paprika oder so. Zahnfleisch. Nein, das kenne ich, den Unterschied. Das wäre unsere nächste Reihe mit die größten Fails beim Date. Ja. Ja. Ja, ja. Die größten Fails beim Date. Aber das wäre ein separates Video. Vielleicht können wir da aus Erfahrung sprechen. Ich glaube... Ich wäre dabei. Natürlich wäre ich dabei. Okay, dann war das erstmal... Unser erstes Video zum Backstage-Talk. Vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne, danke, dass ich dabei sein durfte. Und du darfst das Video jetzt abschließen. Das kann ich nicht. Nee? Nee. Was muss ich denn da sagen? Abonnieren, folgen, liken. Ja. Teilen. Stark. Ciao. Auf Wiedersehen.